Sache, haben wir ja gesagt. Aber vielleicht liegt es einfach nur an diesem Wiederholungskack. Nee, das Wiederholungskack ist schon 3-4 Monate da. Und wenn ich mal gestreamt habe, da war das ja schon da. Da hat es ja auch funktioniert. Und dann hat irgend so ein Dude, weil wir auf dem Server Probleme hatten, und da hat er bei mir rumgefummelt und seitdem habe ich diese Probleme. Hm. Und ich weiß nicht, wie ich das wegkriege. Wenn es jetzt noch mal kurz abstürzt, dann lade ich mir einfach von Twitch direkt das Streaming-Tool runter. Und dann lasse ich alles darüber laufen erstmal. Was bleibt ja nichts übrig. Legen wir los! Meinst du, die Ella weiß, wie ich das hier richtig einstellen kann, ohne dass das Film abbringt? Okay, Waffe dagegen sie mal machen, ne? Hm. Nein, stopp, 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 stopp. Nein! Was wolltest du gerade machen?
die 7er Kanone auf das Ding drauf klatschen. Weil ich die erforscht habe und die nicht da drauf ist. Warum auch immer. Unerklärliche Gründe. Ging das nicht mal? Ich bin offen. Ah, guck mal, da ist mein kleiner Bruder da oben. Wenigstens die scheiß Asche rausbringen. Was sind eigentlich die anderen Heavys? Doch gar nicht, ne? Oder soll ich nicht 7 erfahren, dass du schneller hochkommst? Wieso? Das macht das Ganze doch noch schlimmer. Ich habe ja nur gefragt. Hast du deine Kanone jetzt eingebaut? Nein. Dann baue sie ein. Aber ich habe auch nicht dran gedacht. Jetzt. Aber. Ich guck gerade, ob ich den Heiko im Discord noch hab. Ich hab ihn da noch, aber ich weiß nicht, ob er mich noch als Freund hat. Ja, auch nicht, aber ich schreibe ihn jetzt einfach mal an. So, hast du deine Kanone jetzt drin? Ja. Sicher? Ja. Gut, dann starten wir jetzt. Weil nach dem Gefecht mache ich eine kurze Pinkelpause. Mhm.
deswegen würde ich es überlegen. Ja, aber jetzt. Ja, ja. Wow, ich glaube, das ist einfach genau die gleiche Kanone. Nur, dass die mehr Durchschlagskraft hat. Ja, ist gut möglich, ne? Warum steht der Chat wieder in der Ecke? Ich lasse Gepäck laufen, bin auf Klo.
Ja. Okay. Gut. Dann. Welchen nehme ich denn jetzt? Junge, wir haben heute erst von 30 Gefechten oder so 3 gewonnen, ne? Deprimierend, ne? Ja. Dann schaue ich mal die Tage durch, dass wir wirklich geeignete Teile finden für den PC, ja? Nur das Problem bei mir ist momentan halt auch noch, dass ich ein paar Leuten auch noch Geld schulde. Das ist ein bisschen Gift. Kommt auf halt wie viel. So viel Geld, wie man sich einen PC kaufen könnte, glaube ich. Na, das ist jetzt übertrieben, aber... Ich sag mal so, du kannst den PC auf Raten kaufen und kannst die Rate ja selber entscheiden, wie hoch die sein soll. Das wäre natürlich sehr gut. Weil du 10 Euro die Stunde verdienst, was machst du denn bitte? Ich arbeite beim Lohnunternehmen. Bist du denn Ausbildung oder was? Munitionstreffer! Ja. Zum Glück ging's nicht hoch. Welches Ausbildungsjahr? Das. Du gefällst mir nicht, was du machst. Natürlich. Ich hab sehr viel Spaß. Hab ich auch meinen Stapler auch auf der Arbeit? Ich fahr nur nicht Stapler, ich fahr halt Trecker. Das ist ich noch geiler. Passato. Ja, jetzt. Schon ziemlich stark runtergeschossen. Ich hab gleich keinen Bock mehr, ne? Bin ich ehrlich. Das ist immer so. Das sind einfach die Drecksgefechte. Aber ETS hast du noch installiert, oder? ETS? Ja. Ja. Natürlich. Wir können auch gerne ETS spielen, da ist nichts dagegen. Gut, dann switche ich gleich hier alles um und dann lass uns ein bisschen ETS fahren. Ja, perfekt. Wir fahren anständig, ja? Natürlich. Das ist aber auch Aber man kann das mittlerweile auch so in Spanien und so fahren. Ich möchte, dass wir da unten in Spanien so ein paar Ründchen fahren, weil das DLC habe ich mir mal gekauft und da war ich noch nie. Ja, dann guck mal, ob mein das Truckers MP bei mir funktioniert.
Kann sein, aber ich weiß, ein Spiel updaten musst du erstmal, ne? Nö, das habe ich schon abgeupdatet. Ich habe die letzten Tage auch immer ein bisschen ETS gespielt. Ja, das hat Truckers MP geupdatet sein, ne? Ja, aber ich dachte, wir nehmen den normalen Multiplayer, können wir auch mit Mods spielen, das ist viel geiler. Ja, aber dann müsstest du meine runterladen und ich müsste deine runterladen, verstehst du? Nein, nein, das ist anders. Das ist jetzt anders. Warte, ich muss das in OBS mal kurz ändern. Okay, du hast dein ETS schon offen, ne? Mhm. Ja, ich bin nicht so schnell. Guck mal, ich habe eine Einstellung geändert, schon läuft das perfekt. Wieso, was hast du da jetzt geändert? Die Bildschirmskalierung. Okay. Die war kleiner eingestellt als mein Monitor eigentlich. Seitdem habe ich die Probleme, dass das immer das Stream immer abstürzt bei mir. Ja. Also muss ich jetzt ganz normal reingehen, ne? Ja. Ich muss das ja hier auch ändern. Also kann sein, dass es bei mir jetzt gleich ewig lang dauert. Ne? So, dann gucken wir mal, ob er das auch mag. Oh nein, ich habe mein Waschbär wieder geschlossen. Jetzt muss ich warten, bis ETS komplett geladen hat. Mhm. Ja, bin drin. Ja, warte. Dann starte ich auch mal eben. War gerade am Überlegen, ob ich noch irgendwelche Mods reinpacke. Jetzt soll ich einen Konvoi aufmachen. Ja, einen Konvoi aufmachen. Oder mach du erstmal, komm mal auf. So. Passwort brauchen wir nicht. Kann ich das irgendwo rausmachen? Bestimmt. Ich habe 27 Mods aktiviert, ne? Ja. Also. Was machst du dann für eine Ausbildung zum Hund? Machst du dann wie heißt das? Irgendwas mit Agrar oder? Fachkraft Agrarservice. So, warte, jetzt muss ich aber ins Team eben rein. Nee, ja, macht bei mir hier eh so noch die Mods bearbeiten, weil ich glaube, ich habe Mods drin, die sind gar nicht von Steam, weißt du? Wie lackieren wir denn sowas? Hm. Ich wollte mir letztes Mod herunterladen, aber irgendwie wollte der nicht so ganz wie ich wollte. Weil irgendwie war die Seite ganz komisch.
Und sie hat die ganze Zeit den Launcher für Opera heruntergeladen, anstatt das, was ich herunterladen wollte. Oh lol. Guck mal bitte, ich hab den, Konvoi offen. Warte eben, den Steam, Freunde. Also Konvoi heißt auch Benji-Sucht, ne? Dass du es Bescheid weißt. Ob bei mir steht aber, dass du. Ah, du spielst gerade. Oh Mann, sonst wäre das viel einfacher. Bei mir sagt er nämlich gerade, du spielst auf Steam was anderes. Und deswegen kann ich dir nicht joinen. Über Steam. Aber ich kann es ja über das Game versuchen. Was, wie joinen? Ja, warte. Also, der Server hieß Benji, ne? Benji sagt, genau. Genauso wie ein Discord halt, ne? Mhm. Nö, nee, finde ich nicht. Warte, ich mach einen auf. Warte, mach ich mir erstmal einmal zu, dann nicht, dass da irgendwie hier drauf jetzt drauf joinen. Hast du denn optionale Mods einschalten denn auch an gehabt? Oh Gott. Weiß ich nicht, mach einfach du auf, dann komm ich mit rein. Kann sein, dass mein LKW dann weg ist, aber das ist egal. Weil ich habe gerade den RJL drin, weißt du? Hm. Du kannst auch, am besten kannst du eigentlich über Steam und dann Spiel beitreten machen. Ja, aber warte mal, wenn du mal jetzt mein. Ach Gott. Angenommen, du gehst jetzt ins. Okay, ich habe einen Spielabsturz. Warte mal, wenn ich dich jetzt anklicke in Steam. Mhm. Euro Truck Simulator, genau. Spiel beitreten. Ja. Kannst du bei mir auch machen. Nee, weil du bei mir Ani Matze oder so spielst. Und kein ETS. Ich hab auch eben verkauft. 206.000. Okay, warte, dann join ich bei dir einfach bei, ja? Ja. Auch wenn die Leute gerade gar nichts sehen im Stream. Ich weiß halt nicht, wenn ich die Lizenz kaufe, ist das dann ein Item oder? Ich weiß jetzt nicht, was er macht. Achso, das Passwort ist übrigens 1234. Ich glaube, ich kaufe ein Flachbrett.
ich bin wieder da. Hast, du, deinen, hast du offen? Ja. Oh nein. Absturz festgestellt. Welche Mod ist es diesmal? Oh, Entschuldigung. Okay, also ihr sagt, Spielabsturz festgestellt, Mod ist schuld, aber kein Mod ist schuld. Hm? Oh fuck, ich hab ja hier noch. Oh, ich bin hier on. So, wie heißt der Konvoi? Quilly 1. Aber du kannst auch über Steam rein Spiel beitreten. Nee, ich bin doch gerade über Steam drin, also hä? Spiel beitreten. Kennst du dich so ein bisschen mit Katzen aus? Kann ich nicht. Sobald ich aus dem Spiel raus tippe, schmeißt du mich raus. Mein Vater hinten zittert. Also zittert er zuckt so. So, ich gebe mal das jetzt ein. Ich glaube noch nicht mal ein Jahr alt. Kannst du dir mal einen anderen Namen nehmen? Die ist ja voll kompliziert. Was? Quilly 1? Ja. Das ist ein Namensshaming. Wo bist du eigentlich damals auf die. Bist du eigentlich auf den Namen gekommen? Ja, dann guck mal so. Bin ich auf den Namen gekommen. Mein Opa hat mir das damals mal alles eingerichtet. Ja. Und seitdem heiße ich so. Guck mal, angefangen habe ich ja mit. Ja, wie hast du mich kennengelernt mit Power Gaming Radio oder so, ne? Nee, das davor schon. Boah, wie hieß es davor? Boah, weiß ich nicht, aber da war das noch auf YouTube. Stimmt, jetzt heiße ich ja überall Benji Top. Ja, vor Power Gaming Radio, ich weiß es nicht mehr, wie es war. Also wenn du Bock hast, ich frage dich jetzt schon mal fürs nächste Wochenende, ich weiß nicht, wie du nächste Wochenende Zeit hast. Setzen wir uns mal zusammen. Ich mache dann eine Discord-Übertragung und gehe in Transport-FIFA rein. Und ich habe an dieser Map, wo ich angefangen habe zu basteln, hast du ja gesehen, ne? Ja. Die hat etliche Dimensionen Auswahl, größenwahnsinnig genommen. Wenn du willst, zeige ich dir das alles. Gucke ich mir sehr gerne an. Ich glaube, ich habe da mittlerweile über 700 Mods aktiviert. Ist ein bisschen was, ne? Oder wir fahren 2-3 Touren und wenn du, je nachdem wie du Zeit hast, switchen wir dann auch noch da rein. Du, das hilft gar nichts mehr. Ich ja, wenn wir das jetzt geschissen kriegen. Ja, aber er kann dich nicht finden. Kann ich zu Hause nicht einstellen. Ja, deswegen ja, über Steam wäre das viel einfacher. Kann ich aber nicht beikriegen. Aber warum nicht? Das weiß ich nicht. Hast du nur Quilly 1 genommen? Ja. Groß- oder Kleinschrift? Ja, so wie du es geschrieben hast. Ja, aber der sieht hier, ich sehe hier absolut keinen einzigen Konvoi gerade. Ja, das ist irgendwie komisch. Das ist doch schon wieder, das hat er nur funktioniert. Aber das hat letztens eigentlich auch immer funktioniert. Oder tust du das fest? Warte, ich starte mein Spiel neu, ja? Oder wir machen es wirklich über Truckers MP. Kann ich nicht. Müsste ich wieder runterpatchen, da ist noch nicht die neueste Version drin. Ach so. Ich fick da mit seinem Arsch. So, ich mach nochmal auf, vielleicht sehe ich jetzt die Liste. Oder wenn es nicht funktioniert, gehen wir einfach direkt in Dings rein. In Transport FIFA. Ja. Ah, jetzt willst du spielen. Ach, jetzt sehe ich die. Guck mal, jetzt sehe ich die wieder alle. Das auch nicht? Das weiß ich nicht, da ist er gerade noch am Laden. Ich gebe dich jetzt mal nochmal ein. Planierraupe. Sitzung abrufen. Hast du die öffentlich gemacht, dass ich dich auch sehe? Ja, ja. Aber er miaut.
Nee, er findet dich absolut nicht. Dann halt nicht. Ja, dann switchen wir halt schnell um zur Transportbücher. Ja. Dann muss ich das auch wieder in OBS ändern. Aber ich sag dir schon mal eins, die Ladezeit von Transportfieber bei mir ist ewig, ne? Na gut, was erwartest du, ne? Ja, okay, bei den ganzen Mods, wo ich da überhaupt, das ist schon nicht ohne. Hoffentlich muss jetzt kein Update ziehen. Auf alle Fälle, ich habe auf meiner ganzen Karte Schnee gehabt, ne? Mit dem Pinsel habe ich so winterliche Karte. Jetzt haben wir ja wieder Frühling, langsam. Sonne kommt raus, Wetter schön. Also nicht wundern, wenn auf der Map immer noch teilweise Abschnitte zu sehen sind, wo Schnee liegt. Ich habe den Schnee noch nicht ganz weggemacht. Ja, solange es oben auf Bergen oder so ist, dann geht das ja noch. Du hast doch jetzt den Stream-Titel bei mir stehen, ne? Was steht da jetzt? Auf in die Schlacht. Okay, weil ich habe nämlich zwischenzeitlich drin gehabt, Patrouillen fahren. Jetzt habe ich drin bauen. Obwohl, nee, warte, das hat noch nicht ganz geladen. Jetzt ist bei mir, momentan ist bei mir noch Tourenfahren drin. Ja, okay, dann braucht es immer ein bisschen, bis es dann bei euch ankommt. Wie gesagt, Transportfieber macht er auf, dauert ewig halt, ne? Zufälliges Abo im Mod freischalten. Verstanden. Also wenn du Bock hast, ne, ich suche ja auch, du kriegst ja so Kanalpunkte, ne? Und ich versuche in diesen Kanalpunkten Emotes und sowas reinzufügen, wo du halt im Chat damit verwenden kannst. Wenn du da gute Ideen hast oder welche findest, schick sie mir, ich kann die bisschen bearbeiten, ich mach das dann rein. Ich habe nämlich davon keine Ahnung, was ich alles nehmen soll. Ja, auch nicht. Aber wenn mir was einfällt, dann sag ich was. Ich habe vergessen, eine Tüte, die ist mir runtergefallen, erst die beiden. Ja, und auf einmal hört ich nur noch Knistern. Haben sie die Tüte aufgemacht und haben sie dann ganz geklaut. Kanister. Also er sagt, mein Transportmittel wird ausgeführt. Okay, wird ausgeführt. Time out. Ich sperre dich vorübergehend. Was ist das für eine Idee, Junge? Das ist so ein richtiger Emote für mich, so. Aber zufälliges Abo-Emote freischalten. Warte mal, warum zeige ich eigentlich hier nicht meinen ganzen Bildschirm? Ist doch, glaube ich, einfacher, oder? Ich bin so müde noch, ne? Was soll ich sagen? Ich hatte Nachtschicht. War gestern über 24 Stunden wach, bin gestern Abend erst gegen 1, 2 ins Bett und heute Morgen 8, 9 rum war ich wieder wach. Also auf gut Deutsch gesagt, ich bin am Arsch. Ich bin ein Wrack. Ja, so fühle ich mich auch. Ja, du siehst noch gar nichts, weil alles noch am Laden ist. Oh nein, okay, es ist abgeschmiert. Passiert. Mindestens 2-3 Mal, bevor ich überhaupt spielen kann. Ja, ist das jetzt, ob das jetzt gut ist oder nicht, ist. Nee, da muss er ja erstmal auf die Festplatte zugreifen. Und dadurch, dass er alles gefühlt über eine Festplatte läuft, kann das schon mal zu Komplikationen kommen. Ja. Der spielt jetzt irgendwie. Ja, ist wieder abgeschmiert. Was soll ich denn hier alles ausmachen? Ja, weil das gerade nicht so funktioniert, wie ich mir eigentlich vorstelle. Also, ich mache den hier mal aus. Ich mache das Programm mal aus. So, ich gehe hier von dem Festplattenordner mal runter und ich starte das Spiel erneut. Kann auch sein, dass ich dann kurz weg muss, also weg bin, weil ich den Rechner neu starten muss, ne? Mhm.
Weißt du was, dass die Leute auch sehen, was ich wirklich mache? Ja, ich hole ihn gegen 18, 18.30 rein. Koch Nudeln, Ben. Nudeln? Nudeln. Einfach Nudeln. Nudeln sind aber auch geil. Also da kann man auch sagen, was man will. Und jetzt ja, er sagt auch gerade, Nudeln sind geil, ja, aber irgendwann hat man geschlafen. Nein! Nein! Das geht nicht! Wir haben jetzt zwei, drei Wochen Nudeln gegessen. Irgendwann hat man Nudeln gegessen. Ja. Ja, das Spiel macht auf. Siehst du was? Nein, ich bin gerade nicht im Stream dran, es tut mir sehr leid. Ich muss gerade in Rise of Kingdoms rein. Kannst du auch gar nicht, weil ich das noch nicht umgeändert habe, ich Idiot. Ja. So, jetzt auf. Nee, du hast gesagt Reis. Ja, was mit Reis? Hühnchen mit Reis. Ach, Kartoffelkühl. Ja, haben wir denn noch da? Ja, wir haben auch Knödel da. Nudeln mit Reis weiß ich nicht. Hätte ich einen schönen Braten. So ein Hackbraten hätte ich noch machen können. Jetzt ist es zu spät. Ja, dann mache ich heute Kartoffelkühl. Ist doch kein Problem. Kartoffelkühl mit Soße. Und Erbsen bitte. Ja, und wir haben ja noch die Würstel da. Dann machen wir die einfach. Hast du deine schon gegessen? Ja, ich habe noch eins. Wo hast du die? Sind die in der Küche? Die hast du in die Küche gestellt. Ich bin gleich wieder da. Ich muss mal kurz in die Küche. Ich muss mir eine Wurst holen. Ich habe Hunger. Schnelle Wurst. Ich brauche eine Wurst. Wurst. Nee, das ist eine Bratwurst. Da hast du Mais drin. Wie soll ich dir das erklären? Das ist eine Bratwurst. Ich kenne nur Bratwurst mit Käse. Kriegt man in Holland auch. Ja, nee, wir waren, lecker. Wir waren gestern einkaufen in Hamburg. Und da in Lidl und die hatten Bratwürste mit das war unser Essen. Bacon Cheese Geschmack. Die waren kacke, die hatten meine Frau gegessen. Und ich habe mir Tex-Mex geholt. Da ist Mais drin, rote Bohnen, Chili. Also schmeckt halt nach Chili con Carne. Du isst eine Bratwurst, aber du hast einen Chili con Carne Geschmack im Mund. Weiß ich ja nicht, wie ich das finden soll. Ich schwör's dir, die sind echt geil. Also, aber jetzt bin ich in der Küche, hol mir die Wurst, bin dann gleich wieder da. In der Zeit kann das Spiel erladen. Du siehst ja, wie lange das dauert. Ja, ja.
gut, das ist sehr gut, dass jetzt wieder Food kommt, weil Holz sammle ich gerade. Und noch anwesend? Der Herr noch anwesend? Natürlich. Was mit dem Putsch? Hast du noch drei Wüsten? Ja. Eins klaue ich dir. Das geht gar nicht doch! Ja, dann schaue ich mir. Du kannst mir doch mit mexikanisch Wurstet klauen. Ich schaue ich so einen. Ja, das machst du. Oder Fitschen. Ich muss eh gleich noch meine Küche, weil der Wasserkocher gleich fertig ist. Blub, 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 blub. Ja, ungefähr. Ja, nimm doch eine, ist doch egal. Nimm eine ganze Wurstkette. Nee, ich will dir doch nimm jetzt eine ganze Wurst. Den Fix hab ich doch, jetzt nimmst du Wurst doch. Nein, ich will doch ganze Wurst. Nee. Schluss jetzt. Die Bayer und ihre Wurst. Du nimmst jetzt eine Wurst. Nee. Ich will doch nur probieren, ja? Guck mal, ich hab die IC angeredet und schon ist sie weg. Wurscht, verteidig doch! Also, du siehst, der Blanken braucht zum Laden, ne? Was? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich hab die halt besser. Ja, er muss halt am Anfang verarbeitet er immer grundsätzlich die Munds. Und im Nachhinein das Laden, das geht ein bisschen schnell, geht schneller. Da lädt er dann die Standardsachen, weißt du? Ja, kann sein. I don't ken mich aus very much. Du hast dich selber, du hast ja selber versucht, die Karte mal zu bauen. Ja, aber da hatte ich nicht so viele Mods. Ist das eigentlich die Community-Karte, die du bauen wolltest? Nee, das ist eine private Karte. Die habe ich auch. Also in der Karte habe ich ja mehrmals schon umgebaut. Und bevor ich immer wieder was umgebaut habe, habe ich die einem Amerikaner verkauft. Ich glaube für fast 300 Euro. Weil wenn die Karte endlich mal geladen hat und du siehst, wie groß eigentlich das alles geworden ist, das ist schon echt größenwahnsinnig und ich bin immer noch nicht ganz zufrieden. Ich bin immer noch Neues bauen und ausprobieren. Es sind Dimensionen und Arbeitsstunden reingeflossen, die kann ja eigentlich keiner bezahlen. Aber wie gesagt, ich habe einen Deutschlandabschnitt, ich habe einen Österreichabschnitt und ich habe einen Schweizabschnitt. Dann hast du mir die Map, glaube ich, schon mal so gezeigt, aber das ist schon lange her. Genau, das ist lange her und ich habe das Spiel selber seit 2-3 Wochen nicht mehr gespielt. Jetzt gehe ich nur rein, um das zu zeigen. Und wie gesagt, das Laden dauert halt ewig. Da sitzt da teilweise 10 Minuten drin, bis er mal geladen hat oder länger. Wenn er halt den nächsten Schritt hat, weißt du, diese bis zu 20% dauert es ewig und dann geht es ein bisschen schneller. Mhm. Aber 700 Mods zu laden ist halt auch ein Batzen, ne? Ja. Ich glaube, allein in den ganzen Mods an Speicherplatz sind das fast 120 GB. Kannst du so sagen? Die Mods ist genauso groß wie das Standard GTA-Spiel. Und das Spiel ist ja auf keiner SSD-Festplatte, wo schneller lädt, sondern auf einer HDD. Das heißt, es braucht eh allgemein etwas länger zum Laden. So, dann bin ich mal kurz noch in der Küche und dann bin ich ganz da. Hoffen, dass er in der Zeit geladen hat hier. Blub, 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 blub.
Siehst du, er hat 1% geschafft, während ich nicht da war. Ich mag diese Frisur einfach. Es gibt zwar noch schöne Dinge, ja, aber es sollen ja jetzt auch neue Frisuren rein. Was hast du denn jetzt gemacht? Ich habe das Wasser mit dem vom Wasserkocher. Die Brötchen hast du vergessen. Ach, scheiße. Ach nö, darf ich schon wieder laufen? Wo hast du die Brötchen hingelegt? Dann lauf mal. Noch einmal. Ach, wenn es so schön ist. Ich mag keine Rolle. Merlin. Was spielst du eigentlich zur Zeit am liebsten? Hier. Eigentlich hauptsächlich spiele ich auf meinem Handy in letzter Zeit Rise of Kingdoms. Ja. Und sonst spiele ich mit meinen Freunden eigentlich. Also ich spiele eigentlich sonst gerne Rainbow Six Siege, aber wenn das keiner mit mir spielt, dann spiele ich mit meinen Freunden halt Sea of Thieves. Ich hoffe mal, dass er morgen gar nicht arbeitet. Ich hoffe mal, dass er jetzt hier schneller lädt. Bin schon ungeduldig. Ich glaube, warte mal, ich habe. Ja, Moment, ich weiß nicht mehr. Ach so, ich bin ja in einer Stadt umbauen. Ich will da so eine Hochbahn bauen, bin ich dabei. Die Trassenlegung ist ein bisschen anders, soll geändert werden. Also man sieht das dann gleich, wenn das mal geladen hat und es auch alles wirklich so gespeichert, wie ich es mir vorstelle. Dass die Hochbahn teilweise das Berliner Vorbild ist, wo ich dann da fahren lassen will. Weil du hast in Berlin ja die Hochbahn und nebenbei hast du ja zwei eine ganz normale Strecke laufen, ne? Auf diesen gemäuerten Dinger. Da habe ich was gebaut. Ich bin aber noch nicht, ich weiß noch nicht, wie ich das alles jetzt vernetzen soll. Ich bin dran, mal so gesagt. Und dann muss ich ja wieder Straßen bauen und dann kommen wieder, lasse ich die KI wieder Städte bauen und das ist halt alles wieder richtig schick ausschaut mit Straßenbahn, Bus und sowas. Aber wie gesagt, ich bin da noch nicht ganz zufrieden gewesen. Und seitdem habe ich auch nicht mal weitergemacht, weil einfach die Zeit dafür nicht da war. No. Zeit. Wie heißt es? Zeit ist Geld und Geld habe ich keins. Ja. Das, da sehe ich mich auch. Jedes? Oder mein richtiges? Meins? Nein. Nein. Also hier habe ich 829 Staub. Oh, hast du es gesehen? 29. Nein, mach mal Discord den Stream an, dann kann ich das sehen. Ja, ihr lädt gerade, ich will jetzt nicht raustappen. Er ist jetzt bei 21 hoch, um 4% auf 21% hochgeschnallt. Hm. Ach so, du meinst Prozent. Ja. Aber ich kann gerne auf Discord-Übertragung anmachen, ich muss mal gucken. Nicht, dass es jetzt gleich den Stream richtig fickt, ne? Also, jetzt siehst du das natürlich extra auch. Ja. Er ist halt am Laden noch, oder? Und ich sehe halt nicht viel gerade. Chef. Merlin, nein. Aber siehst du, jetzt lädt er halt schneller, ne? Ja. Das sind halt am Anfang echt die ganzen Mods, wo ich habe, weil
Alles, was bei mir auf der Straße, auf den Gleisen oder zu Wasser fährt, ist eine Mod. Ich habe nichts aus dem Vanilla-Spiel. Jo. Selbst meine Gleise sind gemoddet, alles. Meine Bahnhöfe. Die Signale sind gemoddet. Was ist noch? Was ist noch gemoddet? Häuser sind teilweise gemoddet. Zäune. Ach, alles, was man sich vorstellen kann, habe ich irgendwie als Mod gefunden und eingefügt. Ist halt gerade aber recht langweilig, weil halt alles nur laden tut, ne? Also die Leute, wo im Stream dabei sind, wo mir nicht angezeigt werden, die tut mir halt echt leid, ne? Was hast denn du da für ein IC schickes Kleid an? Das ist ja richtig fresh. Fresh. Ja, du musst dir vorstellen, ich zeige dir Transportfiefer, bin nebenbei im Mainstream beschäftigt und sie ist nebenbei IC unterwegs. Ja. Dein GTA musst du auch runterladen, ne? Dass die IC kommen kannst, ne? Jetzt hängt er wieder ein bisschen, dann geht's wieder weiter. Ist es nicht ein bisschen langweilig, wenn du dann auf dem PC Farming Simulator zockst und das in echt auch machst? Nö, überhaupt nicht. Aber du musst dir das so vorstellen, ja. In Real Life ist das alles noch ein bisschen geiler. Ja, dann beschreib's doch mal, warum. Weil ich habe ja selber Lokführer gelernt und wenn mich einer fragen sollte, was ist geiler, das zu spielen oder in echt auf Lok zu sein? Klar, in echt ist immer geiler, weil halt du hast halt, du weißt halt, was für eine PS-Power du unterm Arsch hast einfach. Mhm. Und was teilweise was die Maschinen heutzutage wegziehen, die neuen, das ist ja unvorstellbar. Ja. Nachteil ist, du hast halt diese ganzen Suizide mit dabei, ne? Ja, aber das liegt dann meistens daran, dass die Politik halt irgendwas macht, was den Landwirten nicht so ganz zugute kommt. Weißt du? Ja, was denn? Du musst mir schon erklären, ich habe davon keine Ahnung. Es gibt zum Beispiel so bestimmte Verordnungen, dass du nicht so viel düngen darfst oder so. So, und das macht halt Ernten kaputt, weil wenn du das wirklich brauchst, aber die Regierung sagt, nee, darfst du nicht, und dein Kapital halt darunter leidet und du immer weiter ins Minus rutscht, ist das halt nicht so geil. Nee, das stimmt. Und dann kommen auch noch so die ganzen Veganer und so dazu, die dann auch alle noch Terror schieben. Ja, solange ihr keine Klimakleber habt, die muss ich ganz festkleben, ist doch alles gut. Also wenn sich vor mir ein Klimakleber festklebt, ne Alter, also der hat sein Leben danach gelebt. Du befährst es einfach mit dem Trecker, ne? Natürlich. Dann kommen die Cops, wo sind der und dann sagst du nur auch vom Trecker gefahren. Und vom Trecker gefahren. %89. Du verstehst auch, wie gesagt, wenn du die Karte siehst, siehst du aber auch, warum das alles so lang dauert. Bestimmt, ja.
kann dir ja gleich mal meine Karte zeigen. Die ist so recht unspektakulär. Ja, weil ihr Geld verdient habt, ne? Aber ich mag das irgendwie, Städte in Berge reinzubauen. Das sieht halt manchmal ein bisschen Panne aus, also die Häuser zumindest, weil die KI das halt einfach nicht geschissen kriegt. Mhm. Aber weißt du, ich finde das einfach geil. Na, ich habe ja in der einen Stadt, das kann ich dir auch noch zeigen, habe ich eine Art Spirale gebaut. Das heißt, du fährst unten im Tal einen Tunnel rein. Mhm. Fährst du über so ein Viadukt, fährst du wieder einen Tunnel rein, fährst du über eine Brücke, fährst nochmal einen Tunnel rein, dann bist du auf einer ganz anderen Höhenlage, als du in den Tunnel reinfährst. Und das ist mir schon echt gut gelungen. Das ist halt wie in Österreich, hast du das halt auch oft, oder in der Schweiz, wo du unten im Tal irgendwo reinfährst und dann schlingelt dich der Zug ja so nach oben. Ja. So habe ich das versucht auch teilweise nachzumachen und das ist mir eigentlich auch relativ gut gelungen. Alter, ich musste mich kurz stummen, ich habe mega Rübser losgelassen. Das war Pepsi. Ich will ja keine Leute verkraulen, oder? Ja. Obwohl, war mir damit auch egal. Ja, 3% noch. Ich muss schon sagen, also wenn du da auf dem Schlepper sitzt, du bist halt wirklich der King der Straße, ne? Das ist halt einfach so. Aber du hast doch jetzt einen normalen Führerschein machen müssen, oder hast du einen speziellen Führerschein dafür? Was? Für Trecker? Ja. Ja, natürlich. Das ist ja kein Autoführerschein. Dafür brauche ich ja auch noch T. Also T ist ja der Große. Also darfst du jetzt nur Trecker fahren und kein Auto? Doch, auch. Auto darf ich auch fahren. Okay, was hast du getan für den Lappen? Für Tee? Nein, für den Autoführerschein. Oh, ein bisschen mehr als 3000, meine ich. Warum so viel? Ja, das ist so teuer. Nee. Doch. Wir haben die Woche erst nachgeguckt, also in Niedersachsen ist der Schnitt zwischen 1,2 und 2000 mittlerweile. Oh, ja, ich musste aber auch noch das Auto und so. Also bei mir war das so teuer. Okay. Mann, das ist voll kacke hier jetzt. Was machst du denn? Ich spiele nebenbei noch Rise of Kingdoms. Du bist ein kleiner Handy-Junkie oder was? Ja. Weil damals hast du dich mal beschwert, oh, wir können nicht so viel am Handy zocken, jetzt zockst du selber so viel am Handy. Ja, aber dafür zocke ich auch nicht mehr so viel wie am PC wie früher. Ich bleibe am PC. Das wird sich auch nicht ändern. Oh, guck mal. Guck mal. Ein FPS. Es tut sich was. Das siehst du viel, ne? Ich sehe Pixel. Ja, siehst du das Spiel noch nicht? Doch, ich sehe das Spiel, aber es ist sehr pixelig. Ja, dann guck doch im Stream rein, dann müsste das halt normal laufen. Bilde ich mir zumindest ein. Okay, dann sollte er hinfahren. Okay, da habe ich das schon gesetzt. Hey, hör auf. Siehst du jetzt immer nur noch Pixel oder siehst du jetzt mehr? Warte, nein. Hör auf! Warum musst du nicht jetzt auf die Wurst aufpassen? Besser gelaufen sein, fängt das wieder an. Nein. Du bist Testmoderator? Ja. Das heißt, du kannst mich auch einreisen? Nö, das noch nicht.
Schade. Ich kann gerne sagen, dass du von mir kommst und dann. Das auch gut. Warte, ich gehe auch eben auf PC, Twitch. Du kannst auch. Ach, weißt du, warum das im Discord so rumspackt? Weil das auf Discord immer so ist. Nee, weil ich nebenbei den Stream laufen habe und der Stream hat Vorrang. Das habe ich so eingestellt am PC. Ja, dann ich gehe jetzt trotzdem auf Twitch. Es waren nicht mal die Ideen, die gefehlt haben. Ja, das ist schon mal besser jetzt. Denk an, du siehst das alles verzögert wie ich, ne? Ich bin halt, wenn du die ganz große Fläche siehst, sag's Bescheid, ne? Bei dem Stream. Ja. Meinst du jetzt das Raumsgesummte, wo die Hälfte noch Schnee ist und die andere Hälfte nicht? Genau, du siehst ja überall die Bahnhöfe, ne? Ja. Und diese Bahnhöfe, wo du jetzt alle keine Straßen und so siehst, das wird bei mir komplett eine Stadt. Okay, das ist ziemlich groß. Also das mit der, ich weiß nicht, die Maus siehst du gar nicht im Stream, ne? Doch. Doch. Also in dem Bereich, wo du jetzt allgemein siehst, ist es eine, wird eine Stadt sein. Ja. Du machst aber sehr viel Minus, hätte ich jetzt mal so behauptet. Ach, was denn? Ist ja nur fiktiv halt, ne? Weil ich habe ja hier alles abgerissen, ich baue ja alles neu auf und so. Das ist mir. Hier der Kontostand, das ist mir eigentlich egal. Oh, da kommt ja auch noch eine Strecke. Die muss ich ja auch noch bauen. Ach Mann! Die endet hier und dann soll die. Ja, wo soll die hin? Ich? Hier runter vielleicht? Ach ne, hier kommt ja schon die andere S-Bahn. Ach du Grüne. Meine. Hier kommt dann auf alle Fälle Hochbahn her. Die dann hier über die Rübe führt und hier ein bisschen rumfährt. Hier ist zum Beispiel ein Stück U-Bahn. Ja? Also du hörst mich halt, bevor du siehst halt. Duisburg. Das siehst du jetzt, ne? Dieses Häuschen, in dem so oben hochgehoben ist. Das ist genau. U-Bahn, ne? Das ist U-Bahn, genau. Die habe ich hier auch gekappt. Muss ich dann auch weiterbauen, weil ich denke mal, die lasse ich hier. Weiter vorne ist ein Bahnhof mit reinführen und dann mal gucken. Wie gesagt, ich habe eh gerade viele Fehlermeldungen, weil ich das schnell baue. Wir brauchen erstmal S-Bahn-Gleise. Genau, die führt da rein, das passt. Hier und dann kommt die. Hier und geht dann hier rein. Was, hab ich da schon angefangen? 13 Nee. Du hast kein Problem damit, wenn ich schnell was baue, oder? Ja, nein. Okay. Du bist sogar mal wieder live dabei, wo ich was baue, ne? Ja, ich Ach, was, wie siehst du jetzt die Gleise da unten an, du Penner? Och, Digga. Es ist so schwer, die Straße jetzt hier zu setzen.
Pro, ne? Nein, ich habe das normale. Plus 13. Du hast das 13 Pro. Ich habe das 13 Pro Max. Es gibt nur das 13 Pro Max und das 13 Mini. Was hast du, 13? Ja, ich habe das normale 13er. Ja, er hat das iPhone. Ach du Kringel. Hm. Also wenn du Fragen hast, dann frag, ne? Mhm. Nicht. Ich weiß nicht, wie man so verrückt sein kann und weiß ich nicht. Ich verstehe das ganze System nicht. Wieso? Das ist so viel. Kann man da noch einen Überblick haben? Hey, du hast mein Stuttgart Invitation noch nicht gesehen. Ich muss jetzt einfach nur ein bisschen Straßen ziehen hier. Immer wieder mal kurz Abzweige bauen, wo die Straßenbahn langfahren kann. Weißt du, wie ich meine? Das schaut jetzt ein bisschen kunterbunt gleich aus. Oh nein. Mann, was ist das denn jetzt? Irgendwas im Reiz? Ja. Also kann sein, dass er mich auch aus dem Spiel rauswirft, ne? Während ich baue. Passiert, ganz normal, haben wir alle. Das gibt's ja mittlerweile von Transport FIFA in den Deluxe Edition, ne? Echt? Okay. Ja. Kriegst du im Steam Shop zu kaufen. Was haben wir hier? Normale Straße. Nein, nein. Dann reiß ich da mal ab. Digga, was baust du denn da zusammen für eine Scheiße? Also manchmal frage ich das Spiel echt, was da mit dem los ist. Digga, wie tief muss ich denn da gehen? Steigen wir zu Bus. Okay, dann trickst du das System aus. Schönen Bogen ein. Genau, dann kommt dann hier raus. Hier geht das dann ein, zweiter. Hier rein. Dann nochmal kleinere Straßen. Also ich baue einfach, nur dass du mal das verstehst, ich baue einfach grundsätzlich planlos drauf zu, ne? Du hast das System schon echt hart getribbelt, Ben, das muss ich schon echt loben. Wieso habe ich es getribbelt? Ja, weil du so einen Loop gebaut hast. Hast du schon ausgetribbelt, das Spiel. Ich kann's halt. Ja, du bist der Babo, bist du. Der Obermufti. Nee, ich bin einfach nur ein Spacko, wo es schon zu viel Stunden in das Spiel investiert hat. Na gut, das stimmt. Guck mal auf YouTube. Schönbau-Experimente. Alle fangen mit einem Web an. Was mache ich? Ich baue immer an der gleichen. Aber du wirst auch nie fertig. Ja, das ist ja das. Das ist leider so. Ist ja, ich glaube, ich muss was machen. Jetzt geht's wieder. Aber wie gesagt, ich lasse halt hauptsächlich die, ich baue Straßen, die KI baut die Häuser. Und, ja. Weiß ich ja jetzt nicht, ob das so eine geile Kreuzung ist. Wieso? Ja, das, weil die Straße so komisch da herläuft, weißt du? Wo die da? Ja. Biffa würde dich jetzt erschlagen. Ja, ich wollte aber hier um die Firma herum, weißt du? Weil die kriegt so. Der Straßenanschluss soll ja hier mit rein noch. Und dann, was habe ich hier denn für eine Straße genommen? Das ist ja komplett eine andere Straße. Ich muss die Straße.
Straße neben hier. Guck mal. Jetzt passt das. Und jetzt muss ich hier die kleinen Straßen wieder nehmen. Nein, nein. Und dann muss ich hier erstmal die Straße hier ziehen. Geht nicht. Okay, LKW-Platz muss weg. Gebäude. Wenn sie zu schnell gehen, sagst du Bescheid, ne? Mhm. Ich baue hier einfach drauf los, wie ich das denke, und dann ruckzuck bin ich hier fertig. Wie willst du, dass ich dir sage, was du zu tun hast, oder was? Nee, wenn dir einfach das so schnell geht, wie ich baue, weil ich habe ja im Kopf so eine Vorstellung, weißt du? Ja, die versuche ich einfach umzusetzen. Ich habe überhaupt keine Vorstellung von dem, was du machst, aber es sieht interessant aus. Ja, da ist ein Mordfeld, ja. Da muss ich was machen. Nee, ich komme mit dir keine Ahnung machen. Da muss ich dann später Schallschutzmauer anziehen. Oh, ich schön freue mich jetzt schon wieder. Oh nein, jetzt hängt's wieder. Ich baue teilweise zu schnell für das Spiel. Das sehe ich. Zu hoch, verdammt. Das ist doch eine Brücke, wie ich sagen will. Was mir eigentlich in, das betone ich immer wieder, was mir wichtig ist an den ganzen Spielen, ist einfach nur der realistische Verkehr, weißt du? Mhm. Der sollte bei mir an erster Stelle stehen. Wenn der nicht an erster Stelle steht, bin ich auch nicht zufrieden. Das hat halt hier in der Stadt mir nicht gepasst. Ja, und daraufhin musste ich dann halt hier radikal umbauen. Ne, hier mache ich jetzt keine Straßenbahn mehr. Ich lasse die jetzt hier wegführen. Weil ich gebe ja nur große Straßen vor. Den anderen Stuff soll die KI machen. Ich will einfach nur meine Strecken wieder haben. Ein bisschen, weißt du, wie ich meine? Dass das hier alles wieder läuft. Weil U-Bahn ist ja auch noch nicht fertig. Soll ich hier runter und dann darüber rein? Kann ich aber keine Straßenbahn machen mehr. Ach, verdammte Scheiße. Die Lache ist viel zu übersteuert für Discord. Okay. So, dann haben wir das fertig. Oh, was ist hier denn? Habe ich hier Straßenbahn? Das wird gekonnt ignoriert. Nee, wow. Da kann ich leider nichts ändern, weißt du? Da bin ich einfach machtlos dagegen. Aber mir ist gerade aufgefallen, dass ich mich die ganze Zeit doppelt höre, aber das ist ja, weil ich mich im Twitch-Stream ja auch noch selber höre. Deswegen mache ich den Ton da ja jetzt aus. Oh nein, komme ich jetzt an die Straße, an die Kreuzung da ran?
So, ich hab's gleich. Dann darf die KI ran. Ich muss halt immer diese kleinen Bahnhöfe irgendwie mit einbinden. Sonst meckert das Spiel rum, du hast es jetzt nicht mit eingebunden. Ich hab wieder die falsche Straße genommen. Ach man. Ich werde angerufen, Leute. Ja, geh da ran. Ich noch bleib. Das war die Straße. Mach mal einen Handstand.
Flächen waren. Nein, ich mach's noch nicht. Ich hab auch so ein Fisch, ne? Ich hab ein Wuschli. Werde ich erstmal telefonieren und nebenbei höre ich entspannte Musik. Oh. Ja. Entspannte Musik. Ich will keine Musik hören. Ich muss ja kopiergeschützt, ne? Kopierfreie Musik hören. Dann musst du. Und sonst kriege ich einen Bann. Ich finde es einfach entspannt. Ja, das war echt entspannt.
ich, wie ich die Strecke mache. Savannah.
me fly and never drop down. Drop down, smoking high, am I am not round. I'm not round, no denying what I got now. I got now, keep an eye out, keep it locked down. Locked down, see me fly and never drop down. Drop down, smoking high, am I am not round. I'm not round, no denying what I got now. I got now, keep an eye out, keep it locked down. Locked down, get too strong when I battle with the beast, bring a few on. The commander and the chief for my crew on. Bullets rattling and whistle at your toque, never sleep, eyes open, hands clutching on my throat, this a war zone. This a war zone. Yo, this a motherfucking war zone. Yo, this a war zone, homie, say you ready and prepare. Take a minute, make them aware. Well, I'll be sneaking in the back, but it's worth the clap, homie, life ain't fair. Caught me crawling through the mud, where the vision saw it clearly. Born a shepherd to these sheep, make them fear me. This a war zone, trashed out, trashed out.